Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin und ich, about 5 Sekunden, aha, okay. With Headset, powered on off, okay. Scan or Bluetooth device. So, press, so, power off, press K eine Sekunde. For about 5 Sekunden Red Blue Light Flashing Alternativ. Share Bluetooth. Device on Bluetooth Headset, please. Mobilphone. Research find. Achso. Select. Sekunden, okay. So, ich habe jetzt hier bei meinem Samsung Galaxy S5 schon Bluetooth eingeschalten. Und ich sage jetzt hier scannen. 1, 2, 3. So, jetzt ist es an. Und jetzt sage ich hier nochmal 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, hier, hier. So ist er aus. Eins, zwei. Jetzt macht das mit 5 Sekunden, okay, gut, jetzt blinkt das auch blau. Also nicht nur, wenn es an ist, müsst ihr denn so machen, dass es so blau blinkt. Nicht nur rot, sondern mit blau. Ja, man sieht aber hier auch schon ganz schön einen Spalt. Also weiß ich nicht, ob das so gewollt ist, dass man den Spalt so sieht. Also guckt euch das mal an. So, und damit will ich das jetzt verbinden. So, und was macht er? Jetzt blinkt er blau, ich bin damit verbunden. Jetzt muss ich mal gucken, rechts, links, rechts ist hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muss ich jetzt mal gucken. Also das piept. So. Vertrauenswürdige Geräte. Bluetooth. Verbunden. Ja, hinzufügen. So, ich habe jetzt nämlich das mal zu vertrauenswürdigen Geräten noch dazu gefügt. Also ich kann das. Ich kann es jetzt separat laut und leise stellen und hier passiert aber im Handy nichts. Ja, ihr seht das? Ich bin jetzt auf der untersten Stufe. Jetzt mache ich das Handy. Ihr seht, da passiert immer noch nichts. Also das ist wohl, das hat wohl extra Lautstärke und verstellt sich dadurch nicht im Handy. Finde ich saugeil. Finde ich saugeil. So, jetzt werden wir hier einfach mal, ich suche mir mal Musik aus. Wir werden mal jetzt nur ein, zwei Lieder hören und gucken.
So. So. Hier haben wir Freiwild. Auf okay. Ah, doch. Geht noch lauter. Gut, am Handy kann ich auch leise machen. So. Okay. Ist aber eine gute Lautstärke. Finde ich gut. So, jetzt mache ich mal Onkel drin. Mit Exitus habe ich jetzt gerade. Ich spule mal vor. Hört sich sehr geil an. Der Bass kommt gut rüber. Auch die Stimmen kommen gut rüber. Also macht echt einen guten Sound. Muss ich echt zugeben. Oh, krieg gleich Gänsehaut, ey. So, jetzt mach ich mal Onkels bis Jesus drin. Hören wir uns mal Onkels bis Jesus an. Spul mal vor. Ja, da hat es bei den tiefen Tönen hat's ein bisschen Schwäche. Also bei den tieferen Tönen, jetzt, das geht jetzt. Relativ. Also bei... Mach jetzt mal leiser, ja. Also im... Da macht es wieder einen relativ guten Sound, aber wenn ich jetzt... So wie jetzt Onkels bis Jesus mit diesen, in diesen tiefen Tönen, da hat es ein bisschen Defizite. Also da ein bisschen von der Lautstärke runtergehen, dann gleicht sich das wieder aus. Aber ich finde es halt ein bisschen Defizite. Ich werde jetzt mal gucken. Okay. Check mal. Jo, Play macht's auch. Also geht auch weiter und vor und zurück mit den Liedern. Jetzt will ich mal gucken, ob ich das noch drauf habe. So, Musik. Ordner. Interpret. Onkels. Freiwild. Scheiße, habe ich gar nicht mehr drauf. Topaz und Toxpack. Shit. Schade. Alben. Schade, habe ich hier nicht mehr drauf. Habe ich leider nicht mehr drauf. Aber es macht einen guten Sound, wenn es basslastig ist und so. Aber wenn ihr wirklich komplett volle Lautstärke habt, ist auch schön laut. Macht da auch einen guten Klang, wenn schön Bass mit bei ist und Stimme und so. Aber jetzt so bei Onkels bis Jesus, wo die Gitarre denn und so ist, da hat so ein bisschen Defizite. Also da empfehle ich euch nicht ganz so laut zu machen, also nicht auf volle Lautstärke, geht da ein bisschen runter. Dann hat es auch einen sauberen Klang, obwohl man da dann schon sagen muss, wenn dann viele Geräusche waren. Aber für den Preis kostet keine 100 Euro, kostet 29 Euro oder 19 Euro, muss ich mal gucken.
Auf jeden Fall ein gutes Headset. Für den Preis kann man echt nicht meckern. Ja, das Einzige, was ich hier zu meckern habe, ist halt mit diesen Plastikscharnieren. Also das nervt mich jetzt ganz schön. Ja, aber so sauber verarbeitet. Ja, der Aufdruck sieht jetzt hier, ich werde das mal kurz ausmachen. So, die Aufdrücke sehen etwas, naja, aus. Also ist halt nur ein bisschen ruffgedruckt, aber so macht es einen wertigen Eindruck. Also kann ich echt. Ich bin mal gespannt, ich werde es jetzt weiterhin testen auf verschiedenen Geräten. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie sich jetzt weiter im Alltagstest schlagen wird. Ich werde es demnächst auf meinem Handy weiterhin testen. Ich werde es auch an den PC anschließen. Und dann werde ich da, denke ich mal, nochmal einen Hardware-Check 2 machen. Euch dann mal die Meinung denn sagen, wie jetzt über den Dauerzustand ist. Also wie der Dauerzustand ist, wenn ich es jetzt über längere Zeit benutzt habe. Ja, also könnt ihr euch da schon mal auf was gefasst machen. So, das war jetzt wirklich zu dem Headset von Havit. Ja. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn ihr da noch Fragen habt, wie gesagt, ich teste das jetzt erstmal eine Weile. Einfach in die Videokommentare unten drin schreiben und ich werde dann mein Bestmögliches tun, euch da antworten zu können. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.